Er meint, hier mache ich doch noch mal ganz kurz die Aufnahme an. Ich bin hier gerade so mitten zwischen den Bergen. Und hier ist einfach eine alte Silbermine. Das wollte ich nur noch mal kurz gezeigt haben. Und noch einmal ganz kurz die Aufnahme an, weil hier geht es tatsächlich in die Mine. Und das ist so dunkel, aber ziemlich geil. Ui. Voll cool. Was bist du denn? El Tio de la Mina. Könnt ihr euch ja rechts mal durchlesen. Okay, krass. Das ist cool. Und jetzt wirklich bis zum nächsten Part und ciao. Hey, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Für den PC. Hier ist gerade Schnee und man kann gerade nicht so weit blicken, weil Wetter und so. Wir sind so ziemlich ganz weit oben in Pucara, denn das Gebiet haben wir im letzten Part betreten und schon eine Story-Mission gemacht. Und jetzt geht's direkt weiter mit der nächsten. We've got a possible location on DJ Perico's radio station. Go check it out. Go check it out. Okay, gehen wir das mal auschecken. Wir nehmen natürlich den coolen Weg mal wieder, ne? Straße ist was für lahme Spacken. Wir nehmen... Ne, jetzt... Oh, danke. Wir nehmen natürlich den coolen Weg. Hey, da oben leuchtet irgendwas. Das ist aber schon das nächste Gebiet, okay. Oh, hier sind die Schienen. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Ja, da oben... Eventuell der DJ oder irgendwas oder was war da nochmal? Erreichen Sie die, ja, die Radiostation von dem Mister. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Das war definitiv der coolere Weg. Den haben wir jetzt aber halt auch geschafft. Schnauze, blöder Sniper. Apropos. Sehe ich hier irgendwo jemanden? Denn in die Richtung sollte noch Personen sein. Nein. Dann machen wir das anders. Und holen uns die im Nahkampf. Was ist denn hier für ein cooles Haus? Oh, schon wieder so ein Krankenhaus. Kennen wir doch. Krankenhauses kennen wir. Die sind wahrscheinlich hier drin und schlafen oder so. Ach, jetzt sollen die schlafen. Hier ist der eine. Zum anderen Eingang, ja. Wo ist der andere dann? Oh lol, der ist direkt hier. Eins ist fehlgeschlagen, sie wurden entdeckt. Ja, fuck you. Das wusste ich nicht. Das stand da nicht, dass er unentdeckt, ja. Ach Mann, das habe ich nicht gesehen. Oder nicht gewusst und nicht zugehört. Dammit. Dammit. Okay, also nicht entdeckt werden. Ganz wichtig. Unter mir ist einer. Wahrscheinlich vor diesem Haus. Da kümmere ich mich um den erstmal nicht. Denn mein erstes Ziel ist wieder der Schnipper. Der kann nämlich mehr ausrichten. Der ist gefahrenhaft. Ist doch nicht der gleiche Turm von gerade, oder doch? Ach komm, ich gehe einfach. Oh Gott. Doch, hier ist mehr Action als beim letzten Mal, oder nicht? Doch mehr Leute. Ich sehe den Snipermann leider nicht. Nicht. Hä? Ah, da war der also gerade, als ich den nicht gesehen habe. Der hat gepennt. Cool. Und wo ist hier jemand? Somewhere over the rainbow. Wahrscheinlich oben in diesem Haus hier drin. Ach, jetzt steht doch da, ohne entdeckt zu werden. Toll.
Sorry, Dude. Aber lieber im Schlaf sterben, als im Tod schlafen. Das ist meine Weisheit für heute. Kann man so stehen lassen. Ohne entdeckt zu werden. Ihr wollt mich ja wohl verkackeiern. Schaut mal, wie viele Gegner hier sind. Dunkel, hallo. Ich mache mal die Nachtsicht tatsächlich an, weil dann sehe ich zumindest, wenn irgendwo plötzlich ein Gegnerchen ums Eckchen guckt. So, dieses Haus werde ich meiden. Okay. We got a narco. Oh nee, da ist schon wieder ein Schnipperturm. Och nee. Stay out of sight. We're closing in on the radio station. Let's see if Perico's on the job. Wounded that bird on patrol. Watch out. Vielleicht werde ich hier aber wirklich mal eben zumindest in diesem Häuslein hier aufräumen. Weil das könnte echt gefährlich werden, wenn die mich sehen. Und sorry, dass es jetzt gerade so eklig aussieht, aber ich muss schnell reagieren können, wenn ich hier ein Wärmebild von einem Typen sehe. Gejagt? Von wo denn? Stimmt, von oben. Okay. Da ist der Sniper, der ist gerade da. Sehr gut. Alles erledigen, was ich erledigen kann, auf jeden Fall. So, da unten ist noch der. Warum ist denn jetzt gejagt? Wer ist mir denn noch hinterher? Wer ist mir noch auf den Fersen? Wer hat irgendwas mitbekommen? Nicht mal ich habe irgendwas mitbekommen. Wie haben die denn was? Nein! Wieso war der nicht tot? Och Mann. Wieso sind hier plötzlich so viele reingekommen? Ach, Mann. Muss ich jetzt die ganze... Ach, fuck you. So, ich bin jetzt hier unter diesem Sniper-Turm ungefähr. Im Geschütz stand jemand. Das ist der einzige, den ich jetzt gekillt habe, weil ich bisher relativ gut vorbeigekommen bin. Ich bin aber verdächtig, weil jemand hat meinen Sprint gehört, irgendwann. Also muss ich jetzt mal ganz vorsichtig bis hier rüber in die Radio Station gehen. Aber wir sind da. This place is empty. Maybe he ran. Maybe somebody we talked to tipped him off. Es ist in der Nacht. Still broadcasting. Bowman, we're at the station. DJ Perico isn't here, but there's still a broadcast coming through. He's using that station as a relay to boost his signal, and we can't hack in without the encryption key. Use the drone to scan his antennas. Sigyn can take incoming data, and we can try to trace his location by triangulating the incoming signal strength. Roger that. All I understood from that phone call with Bowman was scan the antenna. We just have to keep the drone still till the scanning's done. Getting some awful interference here. Not good. Might be a jammer in the area. You're gonna have to find and destroy that before you can scan Perico's antennas. We're on it. Okay. Also hier ist irgendwo ein Störer und der muss ich kaputt machen. Jetzt ist die Frage, muss ich immer noch unentdeckt bleiben? Weil ich glaube, um das kaputt zu machen, muss ich doch ein Granätchen werfen, oder nicht? Auf jeden Fall werde ich jetzt das Haus hier mal eben wieder ausräuchern. Ja, das ist zwar nicht das gleiche von gerade, aber es ist ein gefahrhaftes Haus. Gefährlich. Sagt man auch im Deutschen. Ja, aber wie beim letzten Mal auch. Oben ist noch jemand. Warum halten die manchmal einen Schuss und manchmal zwei aus, hä? Ich bin immer noch gejagt, das heißt, hier kommt jetzt gleich schon wieder jemand rüber, hä? Fuck it. Ich weiß halt nicht, ob wir noch unentdeckt bleiben müssen oder nicht. Okay, jetzt kommen welche. Da unten war einer. Okay, wir haben definitiv Aktivität.
In dem Haus hier gerade. Okay, ich darf entdeckt werden. Und ich wurde entdeckt. Das heißt, jetzt gilt es zu kämpfen. Ja, genau. Und plötzlich wissen alle, dass ich da bin, weil ein Schuss gefallen ist. Das ist so ätzend, wirklich. Momentan, wie man wirklich einfach nach jedem zweiten Schuss... Da, das ist... Es ist etwas ärgerlich. Aber alles cool. Wenn die jetzt noch den einen Typen da draußen killen würden, dann würde auch keine Verstärkung nachrücken. Sehr gut, danke. So, jetzt können wir das scheiß Drohnenstör-Kack suchen. Natürlich kommt trotzdem Verstärkung. Es reicht eigentlich meiner Meinung nach entweder irgendwas in einem Riesengebiet absuchen müssen oder gegen 100 Gegner kämpfen. Aber egal, wir packen das, wir sind ja geil. Ja, macht ihr da unten nur. Da unten bin ich nicht mehr. Aber wo zum Teufel ist der Drohnenstörer? Ich habe gar keine Ahnung, echt. Die Dinger sind doch normalerweise voll groß. Moment, scannen wir ihn. Tja, ich habe nur leider keine Ahnung, von wo ich gejammt werde. Kein Plan, echt. Lassen wir das bleiben. Nein. So. Okay, der Störer ist wahrscheinlich nicht hier oben drin. Richtig, richtig, cool. Aber wo dann? Da drüben sind auf jeden Fall noch Informationen. Die nehme ich mir auch sehr gerne nochmal mit. Hier. Ja, fehlt nämlich nur noch eine Sache, die ich über das Gebiet wissen muss. Dankeschön. Looks like the cartel's planning a major resupply mission to their remote bases. Cargo planes fueled and ready to go. Aber ich habe keine Ahnung, wo das Drohnenstörgerät ist. Die werden doch normalerweise übelst groß auf der Map angezeigt. Als orangene, fette Dinger, wo so ein Blitzsymbol ist. Und das sind doch auch eigentlich immer Riesenteile. Warum ist denn hier keins? Das Spiel will mich gerade einfach verarschen, glaube ich. Gebiet hier oben? Nee, nee, das geht nicht weit genug. Ich habe echt keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Und das da drüben, es würde mich, also dieser, wo ich die ganze Zeit so sage, Palast, würde mich auch ehrlich, hier ist es ja, würde mich auch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das diese Kirche ist, diese Kathedrale, die man in der Intro-Sequenz sieht, wo El Sueño drin ist. Okay, und jetzt darf ich diese Antenne da oben scannen, alles klar. Das heißt, nochmal die Kletterpartie von gerade. Schön, dass es jetzt langsam mal wieder Tag wird, dann ist es nicht so nervig dunkel. So. Und jetzt können wir das scannen. Sehr toll, sehr gut. Drohne, here you go. Beep, beep, beep. Beep, beep. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Beep. Beep, beep. Beep. Hä? Beep. Das kennst du jetzt gerade oder nicht? Okay. Scan complete. Just hope Sigan can trace Perico location. Woo! Woo! Cool. Okay, dann ist jetzt dieser Story-Einsatz dran. Oder hören wir erstmal zu, ob die noch was zu sagen haben. Gar nichts zu sagen. Krass. Dann will ich mir mal eben was anderes anziehen, weil es ist jetzt wieder ganz schön warm.
Da können wir sogar mal. Nee. So. Haben wir wieder unsere Jacke an. War das echt ganz schön warm geworden. Kalt. Was? Warm? Okay, ab nach Pucara Alpha und dann machen wir noch den zweiten Story-Einsatz, auch wenn ich jetzt hierfür gerade ewig gebraucht habe. Pucara Alpha. Da muss ich jetzt hin, das ist ganz schön weit weg. DJ Perico's former bodyguard now works at Pilka Mine. Track him down and see what he can tell us about his old boss. Okay. Newman, my people have discovered a vehicle dispatch for a truck bringing valuable replicas to El Sueño's mausoleum. I know it's not your main task, but it's an opportunity to injure Sueño's pride. Check. We get the chance, we'll take out the convoy before it reaches Sueño's personal shrine. Das ist tatsächlich das El Sueño Mausoleum. El Sueños Konvoi ist auch dann die nächste Mission. Aber jetzt machen wir erstmal das da hinten, wenn wir schon mal hier sind. Oh Gott. Nicht gut. Da wird jetzt eine Rakete fliegen. Wow. Okay. Das war böse. Fuck you. Mausoleums look cute in comparison to the others. SB builds them for their Brachionis. I've got a healthy enough ego to say I want something like this when I die. What are you, a SEAL? Because I don't know any quiet professionals who'd need something like this. Tja, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt nur 2 Kilometer laufen, das dauert ja Jahre. Komme ich hier wieder auf eine Straße? Nein. Keine Straßen. Ich geh mal eben noch bis auf den Berg oben, dann sehen wir mal kurz die Gegend ein bisschen und dann können wir nochmal drüber nachdenken, was wir machen. Aber das war jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, dass jetzt diese abgefuckte Scheißrakete kam. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, eigentlich bis unten auf die Straße zu latschen. Aber 1,9 Kilometer noch laufen, das ist 8, okay, 1,8. Das dauert halt auch eine Weile, besonders weil ich über diesen Berg vermutlich nicht einfach rübergehen kann. Fuck my life. Echt. Der Heli war gut, aber er sollte nicht sein. Coole Brücke da hinten. Na gut, ich hasse mein Leben. Bild einblenden, Julian der Zukunft. So, ihr seht, ich bin hier, also gleich Julian denkt dran, Bild einzublenden, wenn ich das gleich sage. Ja, okay. Ich habe verkackt. Ich habe die falsche Taste gedrückt und die Aufnahme nicht gestartet. Ich habe die Mission hier jetzt gerade gemacht. Habe gerade noch einen Heli von Santa Blanca abgeschossen. Ich musste mich hier durch so eine kleine Mine schleichen und dann war hier unten... Moment. Hier unten drin war dann der ehemalige Leibwächter, der hat mir den echten Namen gesagt. Marco Garcia heißt hier, DJ Perico. Wir haben auch die Einsatzbesprechung, die zeige ich euch gleich nochmal. Und jetzt wollte ich halt, jetzt habe ich hier noch eine Mission, der soll hier oben im Sueño Mausoleum sein gerade. Und deswegen habe ich jetzt diese beiden Missionen noch offen, die machen wir dann im nächsten Part. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell die Einsatzbesprechung, warum glänze ich gerade. Und ich blende hier nochmal ein Bild ein, denn leider dadurch, dass ich gerade die Aufnahme verkackt habe, habe ich auch eine lustige Sache nicht zeigen können. Nämlich bin ich gerade gestorben, als ich aus dem Heli gesprungen bin und wurde dann wiederbelebt. Aber die Sache ist, danach konnte ich meine Waffe nicht mehr benutzen, denn sie hatte ihren eigenen Willen. Das habe ich hier jetzt einmal kurz in einem Bild eingeblendet, weil ein Screenshot habe ich zum Glück noch gemacht. Und jetzt zeige ich euch noch eben die Einsatzbesprechung und dann nächster Part. DJ Perico, the Parrot.
His dream in life was to be a mixtape DJ, which essentially means yelling over someone else's song and then charging people for it. DJ Perico! Fortunately for the music industry, life got in the way. Corner boy at age 13, crack charge at 14, attempted murder at 15. Rather than do a bid in a gladiator academy, he fled to Mexico. He had a cousin in Santa Blanca, got a job as a sicario, a hitman. However, if Santa Blanca had run his sheet, they'd have seen he'd only attempted murder. Another way of saying he was a fuck-up. Like he missed two guys in the front seat of a Wrangler. I mean, how hard is that? It was only a matter of time before he annoyed the shit out of every single member of the cartel and got his corpse thrown back across the border, except El Sueño took a liking to him. Perico amused him. He can't shoot a gun, but he can shoot his mouth off, so... Good morning, Bolivia! El Sueño found a role for him. Pirate radio, propaganda. Spread the good word about the coming of Santa Blanca. It's a beautiful day for cocaine, but hey, what day isn't? A special shout out to my boys in Fukuoka province, building El Sueño's final finca. But let's not be in too big a hurry, okay, boys? DJ Perico is El Sueño's pet. Let's give him something new to parrot.